Hast du genug von deinem Alltag und willst endlich mehr vom Leben? Träumst du davon, einfach dein Ding zu machen, frei von jeglichen Limits der Gesellschaft, mit Menschen, die genauso denken wie du? Keine Angst mehr zu scheitern und dein Geld mit einer Arbeit verdienen, die dich wirklich erfüllt? Mein Name ist Misha Janjec und in den letzten 8 Jahren habe ich genau das geschafft und hier auf YouTube dokumentiert. Sprenge auch du deine Ketten, folge deiner wahren Bestimmung im Leben und tu, wofür du geschaffen wurdest. Wie das geht, lernst du hier. Dieser Kanal ist für dich. So, wir sind live. Hallo, meine Freunde. Schön, dass ihr alle hier seid. Und wie du jetzt vielleicht sowohl dem Videotitel entnehmen kannst, als auch der Videolänge, gehen wir heute mal wieder so richtig tief. Ich habe Bock, dich heute mitzunehmen in meine Recherche der letzten Wochen, beziehungsweise eigentlich auch schon den letzten Jahren, denn ich stelle dir heute ein extrem geniales Konzept vor, das sich Spiral Dynamics nennt und wende es auf aktuelle soziokulturelle Trends an, damit du mal siehst, wo wir gerade stehen, wo es hingeht in den nächsten 20, 30 Jahren und was du heute machen kannst, um in diesem Trend im besten Fall auch auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, denn wie du vielleicht weißt, wir bei The Chain is Life, wir sehen uns als ganzheitliches Bildungsunternehmen und deswegen schauen wir uns immer wieder an, welche Sachen passieren in der Welt und wo können wir auch nochmal zusätzlich Sachen vermitteln. Und das ist eine meiner größten Leidenschaften, es ist zu lernen und Sachen weiterzugeben, damit jeder Mensch auch wieder davon profitieren kann. Und diese Woche feiern wir bei The Chain is Life die Gender Week. Der Christopher Street Day, der war glaube ich am Montag und was heißt Christopher Street Day? Das heißt, Leute gehen raus und feiern, dass wir Homosexualität mittlerweile komplett in den meisten Kulturen angenommen haben und eben sogar feiern dürfen. Also Gay Pride nennt man das. Und ich finde diese Entwicklung genial. Also ich persönlich, ich kann wirklich sagen, ich liebe es zu sehen, wie Menschen immer mehr real werden, authentisch werden. Dafür steht auch The Chain is Life, das heißt, wir gehen da in eine richtig gute Richtung, wenn wir mal vergleichen. Ich meine, wir haben es ja mitgekriegt die letzten Jahre. Jeder, der 20, 30, 40 Jahre alt ist, weiß, woher wir kommen. Frauen durften mal nicht wählen. Mittlerweile sind Frauen nicht nur wahlberechtigt, sondern, ich will mal sagen, gleichberechtigt, in den meisten Teilen dieser Welt zumindest. Homosexuelle müssen sich nicht mehr fürchten und können sogar heiraten und Kinder adoptieren. Auch das finde ich ein ganz geiler Trend, den ich auch immer befürwortet habe. Also ich würde mich selbst auch als eine progressive Person sehen. Und mittlerweile wird auch immer offener über Themen wie Transsexualität oder Geschlechtsneutralität gesprochen. Das heißt, immer mehr Leute werden akzeptiert, werden auch eingeschlossen in gewisse Diskussionen. Und das feiern wir bei The Chain is Life, wie gesagt. Deswegen gibt es jetzt nicht nur dieses Video diese Woche, sondern wir haben auch auf unserem Instagram-Account, den ich dir empfehlen kann, und auch auf unserem Podcast sehr viele geile Sachen zu diesem Thema, das wir liefern, also wo wir den Leuten auch aufzeigen, was eben gerade abgeht auf der Welt. Podcast mit Mario Adrian wird kommen, der ist zwar nicht transsexuell oder sieht sich als geschlechtsneutral, aber er kann sich sexuell nicht einordnen. Also er möchte sich nicht als homo oder hetero oder bisexuell bezeichnen. Auch ein ganz interessantes Gespräch geworden und wie gesagt, check auf jeden Fall den ganzen Content ab. Aber jetzt, heute gehe ich mal wirklich tief rein und ich scheue mich auch nicht davor, gewisse Sachen anzusprechen, die normalerweise die meisten nicht ansprechen würden. PR-Berater würden mir jetzt sagen, Misha, rede nicht über Politik, Religion und auch nicht über Sex. Und wir reden heute zumindest mal über Politik und Sex und sprechen aber auch religiöse Hintergründe an. Das heißt, mit diesem Video mache ich mir PR-technisch vielleicht keinen Gefallen, aber mir geht es auch nicht darum, beliebt zu werden, sondern euch etwas beizubringen und auch zusätzlich einen Debattenraum zu schaffen. Das heißt, unter diesem Video erwarte ich 1000 Kommentare Minimum und zwar nicht irgendwelche Spam-Kommentare, sondern Leute, die Bock haben, mitzudiskutieren, mitzusprechen und vielleicht auch auf einen Podcast zu kommen bei uns, weil wir laden Leute ein, die etwas zu sagen haben, die gut recherchiert haben. Und wie gesagt, ich recherchiere dieses Thema jetzt wegen dieser Woche hier schon seit ein paar Wochen und habe mich jetzt auch schon seit 4 Jahren mit Spiral Dynamics beschäftigt. Und das möchte ich dir jetzt hier beibringen. Deswegen ein längeres Video, wo du sehr viel mitnehmen kannst. Und wenn du dich jetzt committest, dabei zu bleiben, dann garantiere ich dir, du wirst es nicht bereuen. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jede Diskussion, auch wenn sie hitzig ist, auch wenn sie kritikvoll ist. Aber solange sie respektvoll ist, bin ich am Start. So,
Lange geredet, jetzt geht's los. Das Erste, was ich mal ansprechen will, ist die Tabuthemen, die wir heute noch mal ein bisschen genauer anschauen werden. Woher sie kommen und wie wir entsprechend auch vorgehen können, um diese Tabuthemen in Zukunft zu enttabuisieren und weniger Hass in der Welt zu sehen. Denn was mir aufgefallen ist, jetzt neben diesen Sachen, die ich schon angesprochen habe, die sehr gut sind, haben wir aktuell eine sehr extreme Tendenz wieder in die andere Richtung. Das heißt, früher hatten wir Extreme wie zum Beispiel Rassismus, wir hatten Homophobie, wir hatten auch Frauenhass und mittlerweile geht es wieder in eine ganz andere Richtung. Mittlerweile haben Männer wieder Hass auf Frauen und es gibt Themen, wo ich als Wissenschaftler, also jetzt nicht ich, aber wo Wissenschaftler mittlerweile kritisiert werden für ihre wissenschaftlichen Aussagen. Es gibt Unternehmen, die ganze, ja, ich würde mal fast schon sagen, Mitarbeiter ausschließen oder canceln oder entlassen, weil sie nicht auf dem Narrativ der heutigen Zeit mit aufspringen wollen. Und ich möchte hier heute von allen Perspektiven zeigen, wer gerade wo steht. Das heißt, die Leute, die kritisiert werden, warum sie kritisiert werden, warum die Leute, die Hass auf Leute haben, die es noch nicht verstanden haben, diesen Hass auch haben und dir somit auch zeigen, wo du gerade stehst. Und das Erste, was ich zum Beispiel als Tabuthema heutzutage bezeichne, vielleicht noch nicht so stark in Deutschland wie in Amerika, aber was auf jeden Fall ein Problem geworden ist, ist, von Geschlechtsunterschieden zu sprechen. Also das ist so ein Thema, da ist man gerade wirklich emotional dabei. Hat man jetzt als Mann oder als Frau, gibt es da Unterschiede? Und hier wird so ein bisschen diese Gleichberechtigung mit alle sind gleich verwechselt. So, also das heißt, man versucht, alle Leute gleich zu machen, egal ob Frau oder Mann. Und das endet dann immer wieder in sehr hitzigen Diskussionen, wie zum Beispiel den Pay Gap, also warum Frauen immer noch statistisch weniger verdienen als Männer. Da habe ich auch Content dazu gemacht. Auf IG, also auf Instagram, wenn dich das interessiert. Und wie gesagt, wir haben hier Tatsachen, die aber immer mehr auch von einer neuen Bewegung ganz stark kritisiert werden. Das heißt, ich muss heutzutage aufpassen, wenn ich von Mann und Frau spreche. Und das bringt mich jetzt auch schon zum zweiten Ding. So, dieses Mann und Frau heißt, dass es zwei Geschlechter gibt. Und auch dafür wird man in Amerika als Wissenschaftler mittlerweile als transphob bezeichnet. Das heißt, jemand, der Transsexuelle hasst oder nicht respektiert. Und das sind Tendenzen, die gehen jetzt wieder in ein Extrem, wo wir zum ersten Mal auch wieder aufpassen müssen, wie wir hier weitermachen. Also das ist, und ich sage jetzt danach gleich, wieso das so wichtig ist, super fucking wichtig für jeden von uns. Ein weiterer Punkt, ein weiteres Tabu sind Pronomen und allgemein so dieses non-binary Denken geworden. Das heißt, mittlerweile wird von uns erwartet, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr groß auf Mann und Frau, maskulin und feminin, dass wir das gar nicht mehr groß thematisieren, sondern dass wir einfach alle irgendwie uns auswählen sollten, wie wir uns fühlen und das dann auf irgendeiner Range so ein bisschen verteilt wird. Also ich gehe da noch mal, nachher nochmal so ins Detail rein, was ich damit meine, aber mittlerweile wird zum Beispiel auf Instagram sehr stark gepusht, dass man sein Pronomen an seinen Namen ranhängen müsste, also dass ich mich jetzt zum Beispiel als er bezeichnen möchte, weil ich mich als er fühle und dass es aber auch Männer gibt, die zwar biologisch gesehen Männer sind, aber sich als Frau fühlen und wir dann eben auch solche Männer, also von außen gesehen Männer, als Frau bezeichnen, weil sie sich so fühlen. Und hier rede ich von so einem alles für alle für einen Denken, was, wie gesagt, auch seine Berechtigung hat, deswegen ich kritisiere es nicht, ich möchte hier sowieso nicht zu stark Position beziehen, sondern vielmehr aufzeigen, warum Extreme nicht gut sind und was stattdessen funktionieren sollte. Das heißt, du hast jetzt hier die Chance, bei diesen Themen, die wirklich saukomplex sind, ein bisschen mehr zu verstehen. Was sehe ich im Allgemeinen so ein bisschen als Problem aktuell? Wie gesagt, viele Leute äußern sich gar nicht mehr aus Angst vor Kritik. Das heißt, ich habe mir auch überlegt, soll ich dieses Video überhaupt machen? Aber dadurch, dass ich schon seit 10 Jahren auf YouTube Videos mache und ich schon so viele Shitstorms kassiert habe, ich habe so eine dicke Haut gekriegt und ich will auch gar nicht mehr jedem gefallen. Deswegen wähle ich mir aus, wofür ich abgelehnt werde. Und wenn du jetzt heute das Gefühl hast, Mischa, deine Meinung, die ist zu krass oder die ist zu einseitig oder warum redest du überhaupt darüber, es interessiert mich nicht, ist okay, dann kannst du jetzt wegklicken oder mir auch einen Hate-Kommentar da lassen, einen Daumen nach oben. Aber viele Leute, die möchten politically correct sein. Und diese Political Correctness Movement, die wird auch wieder sehr extrem aktuell. Das heißt, ich habe auch schon gemerkt, dass es immer wieder Leute gibt, die mich anschreiben. Serenia, die zum Beispiel Beziehungscoachings macht, wenn sie über Mann und Frau spricht, wird sie auch immer wieder attackiert von Frauen, die Männer hassen, also von so sehr stark extremen Feministinnen, also nicht einem gesunden Feminismus, sondern einem toxischen Feminismus.
Und wir haben auch diese Internet-Rage, die immer mehr kommt. Das heißt, man redet aneinander vorbei. Das heißt, jeder ist wütend auf den anderen, weil der andere ihn nicht versteht. Und Leute, die sehr konform sind oder sehr, ich sag's mal so, konservativ auch von früher, die verstehen die Welt sowieso nicht mehr. Also unsere Eltern und Großeltern, ich glaube, die checken gar nichts mehr. Und deswegen werden auch immer mehr Leute passiv und tun so, als müsste sie das nicht interessieren. Und genau das ist das Problem, dass wir Leute haben, die sich komplett der Sache entziehen und wir dann aber auch Leute haben, die es versuchen, komplett auf die Fresse kriegen und dann aufhören. Und was es auch gibt, und das ist das größte Problem in meinen Augen, es ist diese Cancel Culture. Also, dass man einfach sagt, oh, der redet etwas, da habe ich keinen Bock drauf. Okay, dem folge ich jetzt und ich höre gar nicht mehr, weil der vertritt nicht meine Meinung. Das heißt, es gibt keine Debatten mehr und wenn es keine Debatten mehr gibt, dann kann man auch nichts mehr verstehen und ohne Verständnis kein Fortschritt. So einfach ist es. Das heißt, wer die Moralkeule schwingt, ohne dabei aber auch mal die andere Perspektive beleuchten zu wollen, der hat es einfach noch nicht verstanden. Und das ist auch völlig menschlich, völlig normal. Auch ich bin in diesem Ding drin, also auch ich habe ganz starke Judgments immer noch. Und versuche durch die Arbeit mit Spiral Dynamics, was ich dir jetzt heute vorstellen werde, auch da mehr Perspektive für mich zu gewinnen, um beide Seiten zu verstehen, um eben dann auch irgendwann hoffentlich Teil der Lösung zu sein. Weil ich möchte mit The Chain is Life Teil der Lösung werden. Das ist meine Mission. Und deswegen mache ich dieses Video jetzt in erster Linie auch, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, dass du die Tragweite unterschätzt. Das heißt, jetzt aktuell lachen viele noch und denken, ja, das sind so ein paar Leute, die von Binary sprechen und Non-Binary und Transgender und jetzt diese Pronomen, die wurden jetzt bei mir in der Schule auch eingeführt, aber komm, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich sage, die Tragweite sind sich viele Leute noch nicht bewusst, denn mittlerweile redet man auch bei der Olympia, also bei den Olympiaden, bei der Olympic Committee von solchen Themen, integriert mittlerweile auch eine ganz spezielle Gruppe von Menschen, nämlich Männer, die sich nicht als Mann fühlen und deswegen eine Frau werden möchten. Und diese Frauen, die haben mittlerweile dann die Möglichkeit, bei anderen Frauen Weltrekorde aufzustellen. Das heißt, ein biologischer Mann stellt einen Weltrekord in der Frauenklasse bei den Olympiaden dar. Das passiert aktuell bereits. Und in gewissen Schulen in Amerika spricht man mittlerweile auch von Genderbread People. Das heißt, man versucht gerade den Kindern zu vermitteln, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, sondern dass wir uns sozusagen selbst einordnen müssen, wo wir stehen in den verschiedenen Spektren. Das blende ich hier mal ein. Also das gibt es wirklich. Das heißt, das ist die Tragweite, von der wir aktuell sprechen. Und das hat erst gerade angefangen. Und wie gesagt, ich habe das lange auch nicht wirklich ernst genommen, aber ich habe einfach jetzt gesehen, dass wir in eine sehr spezielle Zeit reinrutschen und ich deswegen auch finde, mit diesem Video deine Perspektive erweitern zu wollen. Das heißt, warum das alles gerade passiert und wie wir dann eben auch als Gemeinschaft, als Gesellschaft eine Lösung finden können. Das heißt, Lösungen aufzeigen. Das ist super wichtig, weil es fehlt in meinen Augen einfach aktuell an Debattenräumen. Das heißt, wir haben sehr viele Leute, die sich gar nicht auf Debatten einlassen. Das habe ich auch in meinem Podcast gemerkt, wenn es ums Thema Corona geht. Da haben gewisse Leute gar nicht Lust, sich darüber zu unterhalten. Die sagen halt einfach, hey, so ist es und nicht anders. Es gibt keine Diskussion. Und die Leute, die diskutieren wollen, die werden dann ins schlechte Licht gerückt. Und deswegen verstehe ich auch, warum immer mehr Leute auch Angst kriegen, über dieses Thema zu reden. Und ich gehe jetzt hier einfach mal mit gutem Vorbild vor und versuche hier aufzuklären und auch Verantwortung für meine Reichweite hier mit The Chain is Life zu übernehmen. Und deswegen hoffe ich auch wirklich, dass wir hier tausende von Kommentaren unter diesem Video haben werden und geile Diskussionen, die uns wirklich auch weiterbringen, weil die Diskussion, die fehlt. So, als Disclaimer jetzt aber noch. Es gibt noch einen Disclaimer, bevor wir anfangen. Ich bin ein Mann. Oh, jetzt haben gewisse Leute schon gar keinen Bock mehr auf mich. Ich bin ein Mann, so. Ja, ich sehe mich als Mann. Ich glaube, ich bin ein Mann. Und ich bin auch eine sehr maskuline Persönlichkeit. Das heißt, ich fühle mich auch männlich. Und meine Freundin ist ganz klar eine Frau und fühlt sich extrem weiblich. Das heißt, das ist der Disclaimer. Es ist für mich als Mann mit sehr hohem Testosteronwert, der nicht homosexuell ist und auch sonst nie in irgendeiner Weise in dieses Thema mit eingewickelt wurde, sehr schwer, gewisse Leute zu verstehen. Das möchte ich einfach hier einmal fairerweise aussprechen. Es ist für mich sehr schwer zu behaupten, dass ich wüsste, wie sich eine Person fühlt, die kein wirkliches Geschlecht sich zuordnen kann. So. Das heißt, das verstehe ich nicht auf Erfahrungsebene. Ich verstehe es intellektuell und ich kann es versuchen zu verstehen, aber ob ich es wirklich jemals verstehen werde, weiß ich nicht. Genau wie ich nicht sagen kann, ja komm, diese Kuh,
die leidet doch nicht, wenn wir jetzt ihr in den Kopf schießen. Ist ja nicht so schlimm, die können wir ja essen, das sind ja nur Tiere. Das ist genau dieses Problem. Das heißt, ich als jemand, der schon seit 6 Jahren vegan ist, habe es da vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich gewisse Sachen schon verstanden habe. So, du weißt nicht, was du nicht weißt. Aber trotzdem bin ich nicht in der Lage, alles zu verstehen. Es gab auch letztes Jahr eine ganz krasse Sache, da hat man behauptet, dass wenn man ein weißer Mann ist und man sich nicht kritisch zum systemischen Rassismus äußern will, dass man dann ein Rassist ist. Also das heißt, ich wurde von Leuten genötigt, auf Instagram eine Meinung zu haben. Viele Leute wurden gefragt, warum meldest du dich nicht? Warum sagst du nicht, warum benutzt du nicht den Hashtag Black Lives Matters? Und das ist dort, wo bei mir immer so eine Grenze überschritten wird. Ich verstehe zwar die Leute, weil die haben einen Auftrag in sich drin und sagen, ich möchte aufklären, aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, ist nicht hilfreich. So, und warum das so ist und wie man dagegen vorgehen kann, da gehen wir jetzt rein. Aber nochmal, ich bin hier nicht die Person, die es wirklich zu 100% verstehen kann, aber ich kann es analysieren und trotzdem versuchen, für den Raum dazwischen zu sorgen. Wie gesagt, Podcast mit Mario unbedingt schauen. Ich habe auch ein ganz geiles Gespräch von Joe Rogan und Carol Hooven, das ich auch unten verlinken werde. Das ist eine Evolutionsbiologin, die ein Buch geschrieben hat, das heißt T, The Story of Testosterone. Also ein wissenschaftliches Manifest über dieses Thema, was auch super wichtig ist, weil wir arbeiten heute hier auch wieder mit wissenschaftlichen Fakten. Auch kann ich dir empfehlen, wie gesagt, auf Instagram vorbeizugucken, auf unserem Instagram-Channel, da sprechen wir auch über das Thema. Aber bevor wir jetzt nochmal tiefer reingehen, kommen wir mal zu Spiral Dynamics. Weil was ist Spiral Dynamics? Spiral Dynamics ist ganz kurz und plump zusammengefasst, dass es jeder versteht, ein Modell mit verschiedenen Stufen von Bewusstsein. Charles W. Graves hat damals das erste Modell dafür entwickelt und das wurde dann so ein bisschen weiterentwickelt von Don Howard Beck und seinen Kollegen und zu Spiral Dynamics umfunktioniert. Und es ist nicht so wie ein normaler psychometrischer Test, wo du deine Persönlichkeit einordnen kannst. Es ist vielmehr ein Spektrum von verschiedenen Bewusstseinsstufen. Und ich gehe jetzt in diesem Video ganz gezielt nur auf 3 dieser Stufen im Detail ein. Es gibt, glaube ich, 8 oder 9 Stufen, also es gibt Beige, Violett, Rot, Blau, Orange, Grün, Gelb, Türkis und dann noch, je nachdem, bis wo man guckt, geht es dann auch noch in so ganz andere Spektren. Aber da gehen wir jetzt heute nicht rein. Wir wollen uns wirklich mal auf das Wichtigste beziehen, nämlich auf Blau, Orange und Grün, weil genau hier stecken wir gerade fest. Und bevor ich jetzt nochmal die Stufen einzeln erkläre, auch nochmal so ein paar ganz wichtige Fakten dazu. Also, dieses Modell beruht darauf, dass wir in der Zeit als Menschen uns weiterentwickelt haben mit unserem Bewusstsein. Das heißt, wenn man mal anguckt, wo wir vor ein paar hundert Jahren waren, da waren wir noch sehr rot. Das heißt, rot ist eine Stufe, die damals noch dieses Bewusstsein hatte, hey, ich bin stärker als du und ich kann dich dominieren, ich kann dich umbringen, ich kann deine Frau vergewaltigen. Und diese rote Stufe, das ist so die Stufe, die wir zum Glück alle nicht mehr wirklich erlebt haben, aber sie existiert immer noch. Das heißt, es gibt immer noch Leute, die sind auf dieser roten Stufe in Ländern wie zum Beispiel Honduras oder in Afrika, wo wirklich auch noch du einfach ja, umgebracht werden kannst oder genötigt werden kannst oder unterdrückt werden kannst. Und diese rote Stufe, die haben wir als Kollektiv, vor allem hier in der westlichen Welt, durch die blaue Stufe ersetzt. Das heißt, wir haben irgendwann gecheckt, hey, das geht so nicht, wir müssen uns als Gesellschaft weiterentwickeln, wir müssen kooperieren mehr. Und darauf hat dann eine Umwandlung, ein Umdenken stattgefunden. Vor allem auch durch die Kirche, also das war vor so circa 2000 Jahren. Man sagt zwar, es wäre auch schon vorher passiert, also seit 5000 Jahren spricht man von diesen ersten blauen Zügen. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass vor 2000 Jahren durch die Kirche und dann auch durch Staat und durch Regeln und durch Gesetze sich das Ganze sehr stark in diese Richtung entwickelt hat. Und blau, das ist eine sehr selbstaufopfernde Stufe. Das heißt, wenn wir jetzt von Spiral Dynamics sprechen, dann reden wir immer von Extremen, also von links nach rechts wie ein Pendel. Das heißt, während Rot eine sehr individuelle Stufe war, wo Leute in der Regel eben sich einfach ihren Vorteil geholt haben, wie zum Beispiel die Mafia, das auch heute noch macht, ist Blau dann wieder auf einem anderen Level, auf der Extremen. Und hier geht es um Selbstaufopferung. Das heißt, hier spricht man von Individualität, das Glück des einen, und auf der anderen Seite spricht man von
wir müssen uns alle zusammen vereinen, um etwas zusammen zu kreieren. Und bei Orange schwingt das Ganze dann wieder zurück auf individuell und bei Grün wieder auf alle für einen so ein bisschen. Und genau deswegen müssen wir uns jetzt mal anschauen, was hier die Unterschiede sind. Ich könnte über diese Spiral Dynamics Geschichte wahrscheinlich ein zweitägiges Seminar machen. Ich habe das System vor 4 Jahren kennengelernt und seither integriert in mein Coaching und in meine Arbeit, aber ich habe noch nie so darüber gesprochen, weil es so ein komplexes Thema ist, dass es einfach den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Deswegen, ich mache es sehr kurz und sehr, also Leute, die Spiral Dynamics kennen, wissen, man kann da nicht einfach kurz was darüber sprechen, aber ich versuche es jetzt trotzdem so einfach wie möglich zu erklären. Also, Blau hat dazu geführt, dass wir durch die Kirche, durch Gott auch und durch Ordnung und Werte wie zum Beispiel Zusammenhalt und Ehrlichkeit und tugendhaften Sachen wie zum Beispiel Verantwortung, dass wir da so ein bisschen diese Order, also diese Ordnung wieder hatten in der Gesellschaft. Und das hat 2000 Jahre auch richtig gut funktioniert, aber es ist dann in ein Extrem gerutscht, was wir auch alle kennen, nämlich hat die Kirche angefangen, Leute zu verfolgen, die nicht so waren wie die Kirche oder nicht so gedacht haben. Man hat Leute umgebracht, Kreuzzüge gab es und Frauen wurden unterdrückt. Das heißt, wir kennen alle diese Sachen, die da passiert sind. Und das ist halt der Grund, warum es dann jetzt, vor allem in den letzten 100 Jahren, auch wieder sehr stark orange geworden ist zum ersten Mal. Das heißt, orange ist dann wieder so ein bisschen die Richtung der Wissenschaft. Also hier geht es um Wissenschaft und auch wieder sehr individuelles Glück. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung ist sehr orange, Erfolg ist sehr orange, Geld, Kapitalismus ist sehr orange und Materialismus. Das heißt, orange ist so dieses, hey, ich kann mein eigenes Leben in die Hand nehmen und ein geiles Leben kreieren. Also auch so ein bisschen The Chainless Life hat sehr viele orange Werte integriert. Ich finde, dass orange Werte, und ich werde jetzt auch beweisen, warum, extrem wichtig sind, um dann auch die nächsten Levels wirklich auch durchzuspielen. Und jetzt, wenn ich von Durchspielen spreche, rede ich nicht davon, dass du dich super schnell entwickeln musst oder kannst sogar. Also ich habe für die letzten, ich würde mal sagen, 5 Jahre, habe ich vor allem mit Blau und mit Grün gestruggelt. Also ich habe vor allem mit Blau und Grün gestruggelt, um wirklich auch weiterzukommen. Das heißt, ich wurde limitiert. Ich habe zwar gedacht, ich wäre schon viel weiter, habe aber dann immer wieder gemerkt, dass mir gewisse Werte aus Blau vor allem noch gefehlt haben. Deswegen habe ich mich sehr stark mit der stoischen Philosophie oder Leuten wie Jordan Peterson beschäftigt, weil die Leute mir geholfen haben, Tugend, Verantwortung, Gesellschaft zu verstehen. Ich habe eine Zeit lang eine sehr antikonformistische Art gehabt, dass ich gedacht habe, alles ist scheiße und das System ist nicht gut, aber dadurch habe ich dann eben auch gemerkt, aha, okay, doch, es gibt ganz klare, wichtige Gründe, warum es auch die Kirche gibt zum Beispiel. Auch die Kirche war wichtig für uns. Und erst wenn man das alles verstanden hat, kann man dann eben auch auf die nächste Stufe gehen und die auch wieder urteilungsfrei annehmen und dann eben auch nicht zu einem Extrem werden. Und diese orange Stufe, die ist vor allem in Amerika, so in den 80er Jahren, sehr extrem geworden. Also dadurch, dass man dann eben auch wirklich sich nur noch selbst gefeiert hat und alles nur noch auf Kapitalismus und Geld ausgegangen ist, hatten wir wirklich so eine extreme Wende von orange. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich eben auch in diesem Bodybuilding drin war, was total orange ist, total auf mich. Und wenn man dann irgendwann mal so zum ersten Mal mit Grün in Kontakt kommt, kann es dann eben sein, dass man sich sehr schnell angegriffen fühlt. Das heißt, was bei Grün passiert ist, Leute, die lange im Kapitalismus waren, lange irgendwie Fleisch gefressen haben, die merken dann irgendwann, oh scheiße, das ist nicht gut und lernen dann zu verstehen, ich muss mich doch wieder vielleicht ein bisschen aufopfern für gewisse Sachen. Also ich muss humanistischer werden und andere Tiere respektieren. Es ist dann auch wieder mehr personalistisch und idealistisch. Das heißt, jetzt haben wir wieder diese Tendenz zurück in die grüne, also in die selbstaufopfernde Sache. Und es ist super wichtig, dass wir, wenn wir diese grünen Werte feiern, wir auch die Werte davor integriert haben. Das heißt, es nützt dir überhaupt nichts, Levels zu skippen. Das geht gar nicht. Du kannst nicht von Blau nach Grün oder von Orange nach Gelb. So, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, glaub mir. Und warum geht es nicht? Weil das so wie mit einer Klasse ist. Also wenn du in der ersten Klasse bist, dann musst du zuerst mal rechnen, Klasse 1 lernen, addieren, subtrahieren, multiplizieren. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du kein Algebra lernen in der 4. Klasse. Du kannst nicht einfach Klassen überspringen. Und deswegen ist auch keine Klasse schlechter als die andere. Das heißt, unsere Eltern, die sind halt in der Zeit aufgewachsen, als blaue Werte sehr stark gepusht wurden. Und deswegen können wir sie nicht verurteilen dafür, wenn sie gewisse Werte noch integriert haben. Und deswegen, das schon mal so als kurze Message, wir reden jetzt vor allem über Blau, Orange und Grün, weil wir gerade eben in einer sehr grünen Tendenz wieder sind, wo Gay Pride gefeiert wird, aber Leute, die zum Beispiel keine Gay Pride
Flagge posten, als homophob bezeichnet werden. Das heißt, das ist wieder das andere Extrem. Genauso wie es in Orange Kapitalismus gibt, der extrem ist, der nicht mehr gut ist. Leute, die dann eben auch dominieren über andere, weil es nicht reguliert wird. Also diese extremen, wie heißen sie? Die extremen Liberalen, oder? Wenn man sehr extrem liberal oder eben antikonform ist. Und erst wenn Grün, erst wenn man diese grüne Stufe auch integriert hat und dann langsam in diese gelbe Phase kommt, wo wir übrigens von 5% der Bevölkerung aktuell maximal sprechen, erst dann kann man wirklich auch urteilsfrei werden. Das heißt, wir haben 10% rot aktuell in der Welt, wir haben 30% blau, 30% orange circa und 20% grün und 5% gelb maximal. Und der Rest sind dann noch ein paar verquetschte Türkise, beige und vielleicht auch violette. Also auch die gibt es immer noch in dieser Welt. Und man muss Stufen auf jeden Fall komplett integrieren. Man kann sogar davon sprechen, dass man diese ersten Stufen, aber auch beige und purple, auch von denen kann man sogar heute noch lernen. Und wenn man all diese Stufen nicht wirklich integriert, dann bleibt man irgendwann irgendwo hängen und hat dann dieses ganzheitliche Bild nicht mehr. Und der Grund für alle Probleme, das ist genau das, also das, was Sie jetzt vorhin angesprochen haben, alle Probleme, all dieser Rage, all dieser Hass, all diese Kriege, die wir geführt haben, all dieses Gelaber auch so von Leuten, oder? Das ist alles, weil wir eine Stufe, ein Wertesystem noch nicht richtig integriert haben. Und wenn wir es nicht integrieren, dann verurteilen wir es und können damit eben auch nicht bewusster werden. Beispiele, jetzt gebe ich dir ein paar Beispiele. Black Lives Matters, Critical Race Theory. Das ist so letztes Jahr krass gepusht worden wegen diesem Todesfall. Und ich meine, das ist grün, das ist eine sehr grüne Bewegung, die aber Orange nicht integriert hat. Das heißt, Black Lives Matter hat grundsätzlich sehr gute Ansätze. Sie wollen daran erinnern, dass es nicht alle gleich einfach hatten, aber sie versuchen dann eben auch wieder Ideale reinzustreuen, die wissenschaftlich nicht untermauert sind. Und dadurch, dass eben Wissenschaft sehr orange ist, haben es zum Teil eben auch Leute, die sehr grün sind, nicht einfach überhaupt zu verstehen, warum Leute, die orange sind, so denken, wie sie denken und verurteilen sie dann ohne Grund. Das heißt, du hilfst damit, Orange nicht auf Grün zu kommen. Wenn du Black Lives Matter pushst und Leute angreifst, die nicht so denken wie du, hilfst du denen nicht. Genau wie du als Veganer niemandem hilfst, wenn du ihm Videos zeigst von toten Schweinen und toten Kühen. Wenn er sich das selbst reinzieht, weil er das will, dann kann das genau in seinem Prozess zu Grün jetzt was werden. Aber viele Leute werden verurteilt. Das ist so das zweite Beispiel, diese Kampfveganer, oder? Das ist super grün. Ich meine, ich habe dort auch angefangen 2014 und die haben aber zum Teil Orange nicht integriert, weil wenn du jetzt vegan wirst und denkst, jeder muss jetzt heute vegan werden, so, wir müssen sofort aufhören, dann hast du nicht verstanden, dass es auch ein Weltwirtschaftssystem gibt mit Menschen, die Geld verdienen und an dieser Industrie auch beteiligt sind, die auch irgendwie zuerst mal diese Transition brauchen. Das heißt, Leute, die es nicht verstehen, die diesen orangen wissenschaftlichen und zum Teil eben auch kapitalistischen Kontext nicht verstanden haben, das sind dann diese Hippies, die sagen, jeder muss vegan werden, heute noch und alles andere ist. Und das löst dann genau wieder bei den anderen Leuten, die lachen sich dann tot und denken, was seid ihr denn so für Hippies? Das heißt, hier entsteht so dieses Kommunikationsproblem. Und auch Patriarchie zum Beispiel, das waren sehr rot-blaue Zeiten und mittlerweile dürfen Frauen wählen. Das war dann so blau-orange, so die Entwicklung von blau zu orange. Hey, Frauen sind genau auf einem Level wie Männer, da gibt es keinen Unterschied, okay? Und jetzt kommt aber Feminismus in ein Extrem, wo es dann eben auch wieder extrem grün wird. Also diese grün-extremen Bereiche, wo Frauen nicht mehr Frauen pushen, sondern Frauen eigentlich Männer hassen. Und dann, was passiert? Dann, statt dass wir einen Fortschritt erzielen, kommt kein Fortschritt, sondern Männer hassen jetzt wieder Frauen. Oder dann haben wir wieder die Red Pill-Gesellschaft. Da habe ich auch Leute gehabt, die mir geschrieben haben, Misha, du musst dich mal mit Red Pill beschäftigen. So, du bist viel zu Blue Pill. Ich so, Bro, du bist voll in diesem Ding drin hier. Du bist voll in diesem kleinen Ding gefangen. Und das sind so ein bisschen Beispiele, damit du verstehst, wie das funktioniert. Wie gesagt, super versimplifiziert. Häng mich nicht drauf auf, dass ich es so simpel mache, aber ich muss es so simpel machen, weil sonst hätten wir ein 7-stündiges Video. Ein ganz lustiges Beispiel, das kann man natürlich jetzt auch als Confirmation Bias bezeichnen, aber George Bush, so ultra konservativ blau. Und was passiert? Obama wird gewählt, erster schwarzer Präsident, super grüne Werte zum Teil so. Und die ganze verdammte amerikanische Gesellschaft dreht durch und was passiert dann? Als Gegenbewegung wieder Trump wird wieder gewählt, was ein typisches hartes, oranges, aber auch rotes
ich sag mal, sehr viel rote Werte auch drin hat. Also Trump hat wirklich so, das ist wie ein Rückschritt gewesen, kann man sagen, oder? Weil wir haben versucht, so den Fortschritt zu pushen, einen schwarzen Präsidenten, und das war dann irgendwie too much. Und das ist auch wieder so eine typische Dynamik, wo man sieht, dass diese Extreme zwar wichtig sind, also wir brauchen auch manchmal Extreme, aber wir müssen uns dann auch sehr schnell wieder verstehen, dass die Wahrheit nicht irgendwo in den Extremen liegt, sondern immer irgendwo in der Mitte. Und damit kommen wir jetzt auch endlich zum Thema, nämlich jetzt auch in Bezug auf Homosexualität, in Bezug auf Gender Neutrality, also das heißt Leute, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, oder auch Bisexuelle. Oder wir haben hier so diese Bewegung, die jetzt kommt. Das heißt, wir haben jetzt auch hier das Beispiel, zum Beispiel konforme Leute, also so ganz, die noch sehr stark in der Bibel auch hängen geblieben sind, also zum Beispiel sehr viele religiöse Christen sehen zum Beispiel Homosexualität immer noch als was Schlechtes. Also der Vatikan lehnt Homosexualität heute noch ab. So, also richtig crazy. Und Blau verachtet oder lehnt Homosexualität ab. Und Orange akzeptiert Homosexualität oder interessiert sich gar nicht so stark dafür. Weil die wissenschaftlich eben einfach am Start sind und verstanden haben, ja, ist ja klar, oder? Da gibt es doch gar nicht so eine wirkliche Problem. Also die sehen das Problem nicht zum Teil. Und Grün sieht dann wieder auf Orange und denkt so, scheiße, diese Orangen, also die Leute, die haben es noch nicht verstanden, wir haben hier ein richtiges Problem. Homosexuelle werden unterdrückt, Frauen werden unterdrückt, Transgender werden unterdrückt. Und dann werden die dann auch wieder gepusht. Genau das gleiche eben auch zum Beispiel mit Kapitalismus und Sozialismus, oder? Die Leute, die Grün, also sehr viele Sozialisten, die sehr stark grüne Werte haben, verstehen nicht, dass es für den Kapitalismus eben auch sehr viele gute Gründe gibt. Sie lehnen ihn pauschal ab, statt sich mit der Synthese zu beschäftigen, was dann bei Gelb erst anfängt. Das wäre natürlich das Optimum, wenn wir irgendwann eine gelbe Gesellschaft hätten und dann von dort aus wieder weiterkommen. Aber bis es soweit ist, müssen wir zuerst mal eine Sache verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt in einem sehr blauen Haus aufgezogen werde und meine Kinder, meine Eltern mich sehr stark framen auf ich darf das nicht und mich sexuell vielleicht sogar unterdrücken, dann passiert meistens im Jugendalter dann das, dass ich Orange gar nicht wirklich mitnehme und dann direkt in diese extreme grüne Phase gehe. Das heißt, ich verurteile dann alle Leute aufs Blau und verstehe gar nicht, dass die Leute dazwischen hier auch noch existieren. Also eben diese Leute, die sich einfach auch mit Wissenschaft beschäftigen und einfach auch vielleicht nicht so engagiert sind mit dem Thema, weil sie eben gerade in dieser Phase sind, wo es nur um sie geht. Das heißt, viele Leute skippen Orange. Und das bringt mich jetzt dann auch zu diesen Beispielen, warum das eben ein Problem ist, weil wenn man Orange skippt, dann kann man nicht sachlich diskutieren. Und auch wenn man Blau skippt, dann hat man als Orange sehr viel Ignoranz. Und genau so siehst du es jetzt so ein bisschen. Also wir müssen hier so ein bisschen aufräumen und uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen. Also Grün habe ich hier geschrieben, Sozialismus ist zum Beispiel sehr stark grün. Pronouns, die jetzt gerade gepusht werden. Wenn du als nicht homosexuelle Person an der Gay Pride mitmachst, dann bist du auch grün. Wenn du vegan bist, bist du grün oder hast auf jeden Fall grüne Aspekte. Und wenn es jetzt in die Extreme geht, also jetzt gehen wir in die Extreme, dann hast du als Grün-Extremer Hass auf alle, die es nicht kapieren, inklusive Wissenschaft, die du verleugnest. Und du hast auch das Problem, dass du dann Leute, die eben nicht an die Gay Pride kommen, die sind dann homophob. Das heißt, Leute, die das nicht feiern, die sind homophob. Und wenn ich jetzt über Mann und Frau rede, dann bin ich ein Transphob, weil ich damit Transsexualität verachte. So. Und hier möchte ich jetzt mit dir einfach rein und dir ein bisschen Perspektive geben, damit wir zusammen als Gesellschaft vielleicht wieder ein bisschen mehr Klarheit reinkriegen. Also, Homosexualität, Heterosexualität, Transsexualität, am Ende des Tages, es sind alles nur Labels. Das habe ich verstanden. Es sind alles nur Labels. Aber für was haben wir eigentlich Labels? Was macht unser Verstand mit Schubladen? Er schafft es, Sachen greifbar zu machen. Das heißt, ein Label hilft uns, etwas zu begreifen. Siehst du? Begreifen. Und ich vergleiche das immer mit der Kletterwand. Wenn du eine Wand hast, ohne diese Knoten dran, diese Noppen, diese farbigen, dann kannst du nicht hochklettern. Das heißt, jedes Label dient uns, um uns wieder irgendwo festzuhalten und dann auch wieder weiter nach oben zu klettern. Das heißt, obwohl es eine Bewegung gibt, die gerade sagt, hey, diese ganzen Labels sind scheiße, haben die in erster Linie nicht Unrecht, also Labels sind allgemein immer, muss man immer mit Vorsicht genießen, aber sie helfen in erster Linie mal überhaupt
Verständnis über die Realität zu kriegen. Das heißt, wir brauchen sie. Und je nachdem, wenn wir dann in der Lage sind, den Kontext zu verstehen, können wir sie dann auch wieder loslassen, wenn es Sinn macht. Das heißt zum Beispiel das N-Wort, das haben wir losgelassen, das benutzt man nicht mehr. Früher war das einfach eine Kategorisierung für eine schwarze oder farbige Person. Oder auch das, oder? Mittlerweile sind so viele Begriffe offensiv geworden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel schwul sage, dann ist es schon sehr offensiv mittlerweile. Das heißt, das können wir auch loslassen, wenn wir merken, dass das Wort eigentlich nichts bringt. Aber jetzt kommen wir zum Problem. Jetzt gibt es Worte wie Mann und Frau. Mann und Frau. Und wenn wir die jetzt loslassen sollen, und das ist ja das Problem, uns wird aufgetragen, wir werden gezwungen, die loszulassen. Dadurch, dass in der Schule solche Sachen gepusht werden oder eben Weltrekorde aufgestellt werden von biologischen Männern, werden wir zum Teil irgendwo gezwungen, da mitzuspielen. Das heißt, selbst wenn diese Person, die da jetzt gerade den Weltrekord aufgestellt hat im Gewichtheben, selbst wenn die Letzter geworden wäre, hätte sie immer noch den Platz einer Frau weggenommen, die in die Olympischen Spiele gekommen wäre. Das heißt, hier werden biologische Frauen in meinen Augen benachteiligt. Und das ist das, was viele jetzt nicht mehr sehen, dass es hier nicht mehr um Fortschritt geht, sondern um Ideologie, die nicht wissenschaftlich ist. Das heißt, diese Genderbread Person in den Schulen, ich weiß nicht, was es mit unseren Kindern macht, aber ich habe das Gefühl, es macht nichts Gutes mit unseren Kindern. Ich habe das Gefühl, es kann dazu führen, dass genau deswegen Mobbing noch mehr gefördert wird, weil ein Mann, der eine hohe Stimme hat oder vielleicht nicht so viel Bartbehaarung, sich jetzt einordnen muss als mehr feminin und mehr weiblich, statt einfach sich zu akzeptieren als Mann, so wie er ist. Das heißt, wir nehmen den Leuten so ein bisschen die Selbstverantwortung, es selbst zu machen. Und Wissenschaftler werden auch gezwungen, Ideologien anzunehmen oder sich zu fügen, indem sie nicht mehr darüber sprechen. Das heißt, obwohl es Fakt ist, dass es Männer gibt und Frauen gibt, wird das Thema mittlerweile tabuisiert und wir dürfen nicht mehr darüber sprechen. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt wegen dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, von Leuten, die sehr linksradikal sind oder eben sehr grün in der Spiral Dynamics Spirale, dass die mich jetzt deswegen canceln oder sagen, hey, schickt mal alle eure Trolls zu diesem Typen, der labert hier etwas, was mir nicht gefällt. Statt, dass man sich das Ganze mal anschaut und bei beiden Seiten mithört. Und da kann ich zum Beispiel das Buch von dieser Frau empfehlen, wo es um Testosteron geht, weil dort verstehst du dann zum ersten Mal, dass es sowohl Frauen gibt mit hohem Testosteron und auch Männer mit sehr tiefem Testosteron. Aber das heißt nicht, dass ein Mann mit tiefem Testosteron deswegen eine Frau ist oder weiblich ist, also beziehungsweise weibliche Züge, feminine Züge, ja, aber nicht als Frau, also du kannst nicht das Geschlecht einfach löschen. So, du kannst nicht sagen, hey, wir machen jetzt hier einfach etwas Neues, um irgendwie alle Leute gleich zu behandeln. Und da sehe ich für mich so ein bisschen eine zu starke Extreme, die gerade entsteht, die gefährlich werden könnte, weil, wie gesagt, Geschlechter, das sind auch Konzepte, aber die sind based in reality. Wir haben Testosteron, wir haben die ganzen Hormone, Pubertät, oder? Wenn eine Frau, wenn du eine biologische Frau mit einer nicht biologischen Frau vergleichst, dann hat diese nicht biologische Frau immer noch die Pubertät durchgemacht. Das heißt, ein Mann in der Pubertät hat da passiert so viel im Hirn mit Testosteron, dass da einfach eine Grundstärke vorhanden ist. Und wenn dann, wie ich das gehört habe auf dem Podcast mit ihr, Männer, also biologische Männer, ich muss immer wieder biologische Männer sagen, bei Frauen mitmachen im MMA und die dann zerboxen, so, dann finde ich das einfach ein bisschen extrem. Also ich wie gesagt, ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe zwar, was die wollen, dass auch die Leute, die sich eben nicht zuordnen können, dass die auch bei den Olympia mitmachen dürfen und auch Profis werden dürfen. Aber dann müsste es zum Beispiel für mich persönlich jetzt eher eine neue Gruppierung geben für diese Leute. Und aktuell ist es so dieses totale Inklusion, also alle werden inklusiert und das führt dann halt dazu, dass wir zum Teil einfach Sachen eingetrichtert kriegen. Scheinbar in den Schulen in Amerika ist es schon so, mit diesem Gingerbread-Ding da. Das ist einfach, das ist crazy. Also ich finde es crazy und wir müssen uns einfach immer überlegen, was sind die Implikationen. Und die gesellschaftlichen Probleme, die ich hier einfach sehe, ist, dass wir einfach anfangen, eben nicht mehr wirklich das zu sehen, was vor uns liegt. Das heißt, dieses ganze Thema mit den Pronouns zum Beispiel, also
wenn ich jetzt jemanden sehe, der wie ein Mann aussieht und er mir dann sagt, hey, kannst du mich auch als Frau ansprechen? Dann kann ich sagen, okay, finde ich gut. So, wenn du das möchtest, dann mache ich das. Jordan Peterson hat deswegen ja auch auf den Sack gekriegt damals, als er in der Universität von einer Frau angesprochen wurde, die gesagt hat, sie sieht sich als Mann und möchte gerne, dass er sie als Mann anspricht. Hat er gesagt, ich sehe dich aber nicht so, du bist doch eine Frau. Und das hat dann zu diesem Shitstorm geführt. Aber wenn ich als Mann dieses Gefühl habe, ich bin eine Frau, dann kann ich das auch so in die Welt tragen, oder? Ich kann sagen, ja, so fühle ich mich halt. Ich bin zwar in diesem Körper, ich fühle mich nicht so, aber dass jetzt die ganze Welt oder ganze Unternehmen anfangen müssen, ihre Pronomen vor den Namen zu schreiben oder auch bei Instagram, das passiert ja auch schon bei Instagram, das finde ich zum Beispiel auch wieder sehr extrem. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss, also dass ich jetzt bei mir bei Instagram hinschreiben muss, dass ich mich gerne als Mann bezeichnet fühle, weil ich, das ist ja schon so, also das ist, wie gesagt, man versucht hier irgendwie Probleme zu entwickeln und auch die Sprache zu metzgern, also das ist so ein bisschen das, was ich auch in Amerika gehört habe, weil dort gibt es ja Sex and Gender und das wird auch nochmal auseinandergehalten. Wir haben einfach Geschlecht, bei uns heißt es einfach Geschlecht, aber dort wird es auch nochmal so ein bisschen krass gemacht, dass man dann eben auch wirklich sagt, es gibt keine Geschlechter mehr. Es gibt keine Geschlechter mehr. Es gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch ein Spektrum oder alles ist einfach irgendwie nicht binär so. Also man hat einfach ein Problem mit dieser Zahl 2. Es gibt Modelle, da gibt es 5 Geschlechter oder 7 Geschlechter, aber diese Zahl 2, dieses Binäre, das haben die Leute irgendwie nicht mehr gerne. Und ich habe mir natürlich lange jetzt Gedanken gemacht, wie kann es denn sein, dass es Männer gibt, die sich irgendwann als Frau umoperieren wollen. So. Und es ist übrigens auch so, dass die Frauen, das muss ich fairerweise sagen, also die Männer, die sich zu Frauen umfunktionieren lassen wollen, die müssen auch ein Jahr Testosteron, also die müssen dann auch so Medikamente nehmen, um den Testosteronwert runterzudrücken, bevor sie mitmachen dürfen. Aber trotzdem gibt es wissenschaftliche Papers, die zeigen, dass sobald ein Mann einmal durch die Pubertät gegangen ist, hat er einfach einen körperlichen Vorteil. Und deswegen gewinnen auch diese biologischen Männer jetzt auch in diesen Frauenkategorien. Und das ist, wie gesagt, sehr unfair für die biologischen Frauen. So sehe ich es. Und ein realistischer Fall, den ich wirklich so sehe, ist, dass es halt Männer gibt, die sehr feminin sind. Also so kann ich mir das vorstellen, die dann in der Schule gehänselt werden von ihrem eigenen Geschlecht, die nicht dazugehören, die man ausschließt. Das heißt, wenn man eine sehr feminine Art hat als Mann, vielleicht einen sehr tiefen Testosteronwert, dass man dann sehr stark gemobbt wird und eben dadurch auch ausgeschlossen wird und es dann irgendwann zu diesem Wunsch kommt, weil man wahrscheinlich nur weibliche Freunde hat, hey, ich fühle mich irgendwie mit diesem weiblichen Geschlecht viel mehr verbunden. Und dann sage ich halt so, okay, gut, dann möchte ich eigentlich eine Frau sein, so. Ob man sich jetzt umoperieren lässt oder nicht. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, welche Antwort geben wir auf solche Leute? Weil man müsste sich jetzt fragen, müssen sich Leute, die so sind, nicht lernen, selbst zu akzeptieren? Also diese Einzelfälle? Oder müssen wir alle dafür sorgen, dass wir diese Leute akzeptieren? Und hier scheiden sich jetzt die Geister. Das heißt, ein sehr konservativer, blauer Typ würde sagen, auf keinen Fall. So, die würden das ablehnen. Was? Jetzt haben die schon wieder einen Wunsch, diese komischen Leute da. Gott soll die alle bestrafen. So, das sind dann so ein bisschen die Leute. Und dann gibt es die Orangen, so, die sagen dann, und da habe ich auch lange dazugehört, die haben so gesagt, hä? Was? Das interessiert mich gar nicht, das ist mir zu krass so. Und erst wenn man dann von grünen Leuten daran erinnert wird, dass da irgendwie ein Problem entsteht und es tatsächlich sehr viele transsexuelle Leute gibt, die sich ausgeschlossen fühlen, erst dann kann man da mal so ein bisschen hingucken und dann versuchen, das zu entwirren. Aber was passiert, es gibt dann diese stark Grünen, die nicht dir das einfach nett sagen, sondern dann sagen, hey, wir müssen eine Steuer einführen für Leute, die sich umoperieren wollen. Das muss für jeden realistisch sein. Wir müssen alle unsere Pronomen jetzt vorne dranhängen, bei Instagram und in unserem Unternehmen. Wir müssen alle Unternehmen und alle Universitäten müssen wir komplett auf dieses Thema sensibilisieren und ausrichten und diese Agenda durchpushen. So. Das heißt, wir gehen von diesen Extremen, pendeln wir hin und her und wir nehmen gewisse Sachen nicht mit. Wie gesagt, habe ich dir schon erklärt, oder? Wenn du von so einer Person hörst, von so einer stark Grünen, dann hat die einfach noch nicht verstanden, dass diese Agenda nicht wissenschaftlich zum Teil ist und eben auch für sehr viele Komplikationen sorgen kann. Wie zum Beispiel, dass eine Frau dann nicht mehr zum Frauenarzt gehen soll oder was. Also es gibt so viele strukturelle Probleme, die diese Leute wahrscheinlich nicht sehen. Und da sind wir bei der Olympiade, glaube ich, erst am Anfang, weil das ist jetzt mal so das, was ich einfach sehr schade finde, irgendwie, dass man hier das irgendwie nicht
offen diskutiert oder einfach auch mal versucht, wahrscheinlich dann irgendwann auch zu einer Lösung zu kommen. Und jetzt zum Abschluss, was bleibt übrig? Also, wir steuern auf jeden Fall auf diese Extreme jetzt gerade zu, das ist jetzt klar. Ich denke, wir werden an sich auch eine sehr krasse Ära haben, die jetzt kommt, so 20, 30 Jahre, wo es sehr stark in diese Richtung geht. Ich meine, jeder, der sich vom Great Reset gehört hat, weiß, da kommt irgendwas, also da wird irgendwas kommen. Und der Schlüssel in meinen Augen ist, dass wir es schaffen, Leute zu verstehen, weil nur dann auch Leute akzeptiert werden können. Und versuchen ist leider ein Wort, das ich nicht gerne in den Mund nehme, aber ich habe es jetzt halt trotzdem gesagt, weil eigentlich heißt versuchen nicht wirklich etwas. Wir müssen es wollen. Weil versuchen, oder ich kann nicht versuchen, diesen Becher jetzt fallen zu lassen. So. Entweder ich lasse ihn los oder nicht. Und Leute, die sagen, ich versuche, die optionieren eigentlich nur. So ist es halt. Die optionieren. So. Ihr Unterbewusstsein sagt, ja komm, vielleicht mache ich es trotzdem nicht. Und deswegen bin ich an diesem Punkt jetzt, wo ich dir sage, du musst es verstehen wollen, du musst diese Recherche machen, weil es betrifft dich auch. Und wenn du es verstehen willst, dann schaffst du es dann eben auch, Leute in beiden Regionen zu akzeptieren, weil diese ganzen Leute, die jetzt da uns nur versuchen zu erinnern, das sind einfach, natürlich gibt es auch diese ganz extremen Social Justice Warriors, die am Computer sitzen den ganzen Tag und wirklich einfach vielleicht kein Leben haben oder einfach einen Purpose brauchen, so, die einfach voller Hass sind gegenüber sich selbst oder gegenüber ihren Eltern oder gegenüber dem, was sie erlebt haben, also das heißt Leute, die so Traumas haben, und statt jetzt das zu therapieren, gehen sie jetzt einfach auf Leute wie, ja, Jordan Peterson los oder eben auch auf die Leute, die da, die Wissenschaftler, also da gibt es ganz krasse Stories, da gebe ich dir, wie gesagt, einfach mal ein paar Links unten in der Beschreibung, wenn es dich interessiert, kannst du dir das anschauen. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sind grün, aus gutem Grund, wie zum Beispiel ich mit vegan, oder ich, hey, als ich vegan geworden bin, ich habe einfach gewusst, okay, das ist es für mich, und ich zeige jetzt den Leuten einfach, wie ich es mache. Und ich inspiriere, ich dokumentiere, aber ich mache keine Indoktrination. Ich versuche dich nicht zu zwingen und dich schlecht dastehen zu lassen. Ich versuche dich nicht zu verurteilen. Und genauso muss es auch mit Sachen wie Sozialismus oder einem neuen Weltsystem passieren. Oder wir können den Kapitalismus nicht begraben. Der Kapitalismus hat uns hier hingebracht. Und wenn Leute zum Beispiel, ich habe zum Beispiel der Lukas in meinem Team, der war sehr stark schon im Grünen drin und hat aber sehr viele Orangen, Sachen wie Geld, hat der so ein bisschen wie verurteilt. Und ich musste ihm so ein bisschen zeigen durch Spiral Dynamics, schau mal, wenn du Geld verurteilst, dann wirst du nie wirklich dich weiterentwickeln können, weil du immer wieder gegen etwas sein wirst. Also die Grundmessage hier ist, versuch nicht gegen etwas zu sein, sondern immer für etwas. Dann bist du immer pro etwas und nicht anti etwas, also Antifa. Und Black Lives Matters, das ist, wie gesagt, vielleicht, also Antifa wahrscheinlich nicht mal das, aber Black Lives Matters ist wahrscheinlich irgendwann mal gut gemeint gewesen, aber wir haben ja gesehen, was passiert. Massenpsychologie, das kannst du dir ganz einfach erklären. Die Menschen werden einfach dumm, wenn sie mit einer großen Masse dastehen. Da habe ich mal einen Podcast gemacht mit Patrick Baboumian, der das auch wissenschaftlich dargelegt hat, dass Menschen in der Masse dümmer sind als Individuen. Und ich glaube das sofort. Deswegen versuchen natürlich auch gewisse Kräfte hier uns immer wieder so auch Also ich glaube wirklich, dass es zum Teil auch bewusst gemacht wird, dass wir hier gegeneinander so kämpfen müssen, so, damit eben nicht darüber nachstudiert wird, was eigentlich wirklich abgeht, was wirklich wichtig ist. Und ich sehe wirklich die Verantwortung hier, das einfach nochmal zu sagen, Akzeptanz, das ist der Schlüssel, und Akzeptanz ist auch das Einzige, was hilft, um Leute wirklich auch zum Wachsen zu bringen. Also das heißt, weil ich Leute akzeptiere, die nicht vegan sind, fragen die mich auch regelmäßig nach Tipps, wie sie Veganer werden könnten. Also das ist halt das, was ich gemerkt habe. Und wenn ich denen immer wieder versuche zu sagen, warum sie vegan werden sollen, dann passiert gar nichts bei den Leuten. Dann lehnen sie es ab oder essen sogar noch mehr Fleisch. Und das ist, wie gesagt, das Allerwichtigste für Transformation. Das ist auch der Grund, warum unser Mentoring so gut funktioniert. Weil ich immer wieder über 15, 20 Leute zusammenbringe, die Bock haben, einander zu verstehen und zu akzeptieren. Und dann entsteht auch dieses krasse Transformationspotenzial. Nicht nur durch meine Arbeit als Mentor und die 8 Wochen und die Hunderte von Worksheets und Videos, die du dir reinziehen musst, sondern einfach auch, weil du nach diesen 8 Wochen einfach weißt, hey, da gibt es Leute, die sind am Start, so, die haben es verstanden. Und genau das ist der abschließende Punkt. Dadurch, dass ich selbst diese Dynamiken seit Jahren beobachte, ich meine eigene Transformation immer wieder reflektiere, ich auch an Orten war, wie zum Beispiel an Burning Man oder an Retreats, wo es genau um dieses Thema geht, dieses Inklusive, jeder ist am Start und wir können alle miteinander. Und auch mein eigenes Mentoring auf solchen Prinzipien aufbaut. Also
ich habe sowohl orange Werte als auch blaue Werte und auch grüne Werte bei mir drin, weil ich glaube, es sind alle, in jedem Bereich gibt es sehr wichtige Lektionen zu lernen und erst wenn wir alle Lektionen nehmen, können wir dann auch diese Phasen transzendieren und dann nochmal über das Ganze kommen. Das heißt, wenn du Bock hast, wirklich hier über den Tellerrand hinauszuschauen und auch wirklich für dich persönlich ein geiles Leben aufzubauen, mit einem Purpose, mit einem Umfeld, das dich supportet, dann hast du zu jeder Zeit auch die Möglichkeit, dich bei uns zu bewerben. Der Link ist in der Beschreibung. Dort kannst du dich 5 Minuten lang hinsetzen, dich reflektieren und dann können wir schauen, ob es passt. Das sind die besten 30 Minuten, die du dieses Jahr wahrscheinlich investiert hast. Also der Call, der ist super wertvoll und findet auch nicht mit irgendeinem Typen statt in einem Callcenter, sondern mit meinen Leuten, die das Mentoring schon gemacht haben. Mit, ich sag's immer wieder, Nico, Michael, Susanne oder Oscar. Hast du hier sicher auch schon auf dem Channel gesehen. Und das ist auch ein Teil der Arbeit von The Chain is Life. Also nicht nur hier den individuellen Konsens, dass wir uns individuell weiterentwickeln, sondern dass wir auch als Gesellschaft weiterwachsen können und die Welt zu einem besseren Ort machen können. Schau dir auch gerne unsere Webseite an, wenn dir das jetzt gefallen hat. Und zum Schluss möchte ich nochmal appellieren und meine Message nochmal ganz klar jetzt auch positionieren, so wie ich es sehe. Also ich finde, Selbstakzeptanz ist ultra wichtig. Ich glaube, wenn wir uns selbst nicht akzeptieren, dann werden wir immer gegen irgendetwas kämpfen. Also irgendetwas in uns ankämpfen und auch irgendetwas da draußen. Das heißt, wenn Leute sich in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen, dann muss man es immer individuell entscheiden können, wie severe ist dieser Case. Also gibt es Leute, die es einfach nicht schaffen oder die wirklich auch probiert haben. Und wenn die es nicht schaffen, dann kann man immer wieder versuchen, individuell solchen Leuten auch zu helfen. Aber dass man pauschal sagt, dass jeder Mensch irgendwie so jetzt sein muss, nur weil es gewisse Leute gibt, die sich vielleicht nicht akzeptieren gelernt haben. Und ich meine, das ist für uns alle schwer. Jeder hat das Problem, sich zu akzeptieren, manchmal. Also deswegen finde ich es wichtig, dass man auch Leuten, die da, ja, eben zum Beispiel jetzt gender neutral geboren werden, dass man denen auch die Chance gibt, sich so zu akzeptieren, bevor man etwas ganz Neues, ein komplett neues System für die ganze Welt erschaffen muss. So sehe ich es. Ich finde, wir sind da einfach einen Schritt zu weit gegangen und müssen jetzt wieder in die Mitte kommen und mit den Learnings arbeiten, dass es eben diese Leute gibt, die leiden und dass wir schauen, wie kann man mit denen auch umgehen. Und was ich eben merke ist, dass wenn wir sagen, wir sind alle gleich, dann machen wir in meinen Augen einen großen Fehler, weil wir sind nicht alle gleich. Und ich finde, genau dort kann man für mich den Schlüssel setzen, indem man das wieder, diese Diversität wieder als was Schönes sieht, dass wir eben alle verschieden sind. Also in jeder Person steckt Weisheit, in jeder Person steckt etwas Individuelles, etwas anderes. Und das ist doch der Grund, warum wir alle hier sind, in dieser dualen Welt, wo ich mich ganz klar als Rest zur Welt unterscheiden kann. Ich möchte über alle verschiedene Sachen etwas erfahren und wenn ich offen bin, das heißt, wenn ich offen bin, dann sehe ich eben auch nicht dieses, dann sehe ich auch nicht dieses Bedürfnis ein, warum ich jetzt als offene Person alles gleich machen muss. Das ist doch nicht mehr spannend. So, das ist meine, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wo ich mich einordnen würde. Das ist einfach meine persönliche Meinung, so mein Bewusstseinslevel gerade, dass ich eher es wichtig finde, dass wir uns alle individuell sehen dürfen. Weil wenn alle gleich sein möchten oder alle gleich sein sollten, dann sehe ich dann eben genau wieder dort ein Problem, wo es wissenschaftlich nicht so einfach ist. Wo es eben hormonelle Unterschiede gibt, körperliche Unterschiede gibt. Oder wir reden nicht nur von diesen sekundären Sachen wie Haarwuchs, sondern wir reden davon, dass es Menschen gibt mit einem Penis und Menschen gibt mit einer Vagina. Und wenn wir das versuchen gleich zu machen, dann glaube ich, sind wir uns gar nicht bewusst, was das bedeutet. Also das ist dann wirklich so eine neue, also wo hört das auf? Weil da sind wir dann irgendwann, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass man Länder, Grenzen und so, dass das alles irgendwie ein Konzept ist, aber wenn wir das jetzt direkt alles vernichten wollen, was heißt denn das? Also wir müssen uns ja auch immer überlegen, was tun wir mit dem, was wir wollen. Und mein letzter Appell nochmal, und da komme ich jetzt zurück zu The Chain is Life, versuch dich weniger mit dir selbst zu identifizieren. Also ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass jeder versucht, sich irgendwie zu identifizieren und zu bezeichnen. So, ich identifiziere mich als das, ich bin pansexuell, ich bin so, ich bin poly. Es ist schön und gut. Du kannst dich versuchen zu identifizieren, wie du willst. Aber jedes Mal, wenn du dich benennst, komprimierst du wieder das, was du sein könntest. Das heißt, statt dich irgendwie als bi oder trans oder was auch immer bezeichnen zu wollen, um da wirklich diese perfekte Bezeichnung zu finden, sei einfach ein Mensch, und guck an, wie sich dein Leben verhält, akzeptiere alles und dann wirst du es auch schaffen, andere Leute so zu sehen, wie sie sind
weil du eben dir selbst keine Schublade gibst, gibst du auch anderen Leuten keine Schubladen. Und das ist dann auch wieder diese Dynamik, die dann eben hoffentlich zu höheren Bewusstseinsstufen führt. Wenn das erstmal passiert, dann müssen wir nämlich auch nicht mehr etwas forcieren. Dann werden wir automatisch offener und liebevoller zueinander. Und genau das ist meine Message mit diesem Video, dass wir nicht wieder von vorne anfangen müssen, wie es jetzt zum Beispiel mit Red Pill und Feminismus so war, sondern dass wir die Kurve noch kratzen und alle verstehen. Also die Leute verstehen, die gerade angepisst sind, dass es andere nicht verstehen, aber auch die Leute, die es nicht verstehen, weil sie einfach gerade mit sich selbst beschäftigt sind und vielleicht nicht den ganzen Scheiß mitmachen wollen. Und deswegen verstehe ich auch, wenn du jetzt hier nicht bis zu Ende geguckt hast, aber wenn du es gemacht hast und du es gefeiert hast, dann diskutiere mit, erstens mal ganz wichtig. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klingele die Glocke an, weil jetzt hast du gemerkt, ich versuche hier wirklich reinzugehen und nicht einfach nur so ein bisschen oberflächlichen Scheiß zu labern. Und wie gesagt, die Links in der Beschreibung, einfach mal anschauen, was ich dort alles drin habe für dich. Das sind alles wertvolle Links, sowohl Podcast als auch meine eigenen Links, The Chain is Life, wir haben einen Blog, wir haben eine Instagram-Page, ultra viel Content. Also du wirst es nicht bereuen, wenn du hier weiterhin dabei bleibst. Und ja, Mann, ich habe jetzt viel gesagt, ich bedanke mich bei jedem hier, egal ob du ein Hater bist, egal ob du eine Frau oder ein Mann bist, egal ob du dich nicht als Mann siehst, für mich ist alles geil in dem Moment. Für mich ist alles gut, so wie es ist, weil nur wenn das wirklich zuerst mal gesagt werden kann und geglaubt werden kann, kann man auch nach vorne gucken und wieder Lösungen finden. Und im Widerstand, im Kampf, führt es meistens immer zu sehr viel unnötigem Konflikt, zu Collateral Damage, wie man so schön sagt, Kollateralschaden. Also, ich bin raus, besten Dank. Und bis zum nächsten Mal, dein Mischa. Peace out.